In den letzten 24 Stunden haben sich folgende Änderungen ergeben. In Richtung Swatowa versuchen ukrainische Streitkräfte nach Schwächen in der russischen Verteidigung zu suchen. In der Gegend von Kusjemowka haben russische Truppen einen weiteren Angriff, der von zwei Kompanien verstärkt wurde, abgewehrt. Mit einem Raketenangriff wurde erfolgreich eine Stationierung des Feindes in der Gegend von Staroverka getroffen. Zwei Heimatsysteme und zwei Dutzend ukrainische Soldaten wurden eliminiert. In Richtung Krasny-Liman konnten russische Truppen ukrainische Streitkräfte aus Makiivka vertreiben. Der Feind wird versuchen, diese Siedlung erneut zu erobern. Doch die russische Kontrolle über die Kreuzung ist bereits sicher. Die Situation in Krasnapopowki bis Zhytomyr bleibt immer noch schwierig. Die ukrainische Seite ist 4 Kilometer vor dem Ort entfernt. Der Feind sammelt Kraft für den nächsten anstrengenden Schlag. Auf der Linie arbeiten die ukrainische Luftwaffe. In der Gegend von Peschanaja schickt der Feind Scharfschützen. In Richtung Donetsk konnten die Donetsker Spezialeinheiten Sparta im östlichen Teil von Wodjinoj Fuß fassen. Alle feindlichen Gegenangriffe schlugen fehl. In Richtung Uledar konnten nach dem gestrigen Gegenangriff russische Truppen am südlichen Stadtrand von Pawlowka Fuß fassen. Aus der Funküberwachung geht hervor, dass die ukrainische Seite damit nicht gerechnet hat. In der Gegend von Uledar wurde das Hauptquartier und das Zentrum für elektronische Überwachung der 1. Brigade durch einen Raketenangriff zerstört, die sogenannte Präzisionsbrigade der WSU. Was zur Verteidigung zwischen ukrainischen Truppen Was zur Verwirrung zwischen ukrainischen Truppen führte. Pawlowka wurde von russischen Truppen bereits im Sommer kontrolliert. Später gelang es dem Feind jedoch, das Dorf einzunehmen. Der blutige Kampf geht weiter. In Richtung von Nikolajewka-Berok versuchen ukrainische Streitkräfte erneut in das Brusnitski-Gebiet einzubrechen. Russische Fallschirmjäger passierten den Schlag. Etwa 30 ukrainische Militärs wurden getötet. Einige wurden gefangen genommen. Die Heimatraketen schlagen weiter auf Antonowski-Brücke. Von 12 Raketen passierten 3 die russische Luftverteidigung. Gestern gab es den massivsten Angriff ukrainischer Luft- und Unterwasserdrohnen in der Nähe von Sewastopol. Die ukrainische Seite veröffentlichte Aufnahmen eines unbemannten Apparats, der unbemerkt die Fregatte Admiral Makarov erreichte. Die Drohne explodierte seitlich. Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat nichts über dieses Schiff gemeldet, deshalb ist die Höhe des Schadens noch unbekannt. Vielleicht wird die russische Seite intensive Angriffe auf militärische Hafenanlagen starten. Zunächst war es bekannt, dass britische Geheimdienste das ukrainische 73. Spezialoperationscenter in der Gegend von Otschakow ausbildeten. Die slowenische Führung übergab 28 M55 S-Panzer. Trotz der scheinbaren Alters sind diese modernisierten T-55 mit einem Entfernungsmesser und einem Nachtsichtgerät sowie einem 105 mm Kanone ausgestattet. Sie können den T-62, den die russische Seite auch an der Front einsetzt, treffen.